Mein Name ist Michaela Schreiber, ich bin Ergotherapeutin und habe zwei Ergotherapiepraxen in Wiesbaden. Die eine ist die langjährig bestehende Praxis in der Kreuzbergstraße, schon seit mehr als 20 Jahren. Dort behandeln wir jetzt ausschließlich Kinder und Jugendliche, weil ich habe mit meiner Kollegin und mittlerweile auch Geschäftspartnerin Fabienne Lindenkohl im Oktober 2021 die Praxis für Ergotherapie und Handtherapie in der Danziger Straße eröffnet. In dieser Praxis behandeln wir schwerpunktmäßig neurologische und orthopädische Krankheitsbilder. Wir orientieren uns immer an den aktuellen medizinischen Wissensstand und unser Ziel ist es, immer die modernsten Therapiemethoden anbieten zu können. Ich bin dann auf die Virtual Reality Therapie aufmerksam geworden und im Internet entdeckte ich dann CUREosity und habe gleich Kontakt mit denen aufgenommen und es dauerte nicht lange und dann kam ein freundlicher Mitarbeiter und stellte uns die VR-Brille vor und wir durften diese gleich bei uns selbst als auch am Patienten ausprobieren und wir waren wirklich sehr begeistert von der vielseitigen Einsetzbarkeit und aber auch der unkomplizierten Handhabung. Mein Name ist Fabienne Lindenkohl, ich bin Ergotherapeutin und Handtherapeutin. Gemeinsam mit meiner Kollegin Michaela Schreiber haben wir uns für Cureo entschieden. Wir haben schnell gemerkt, dass dieses System sehr gut zu uns passt, da wir viele Patienten haben, die Einschränkungen in der oberen Extremität und insbesondere den Händen haben. Mein Fachbereich ist die Handtherapie und ich finde die Vielseitigkeit von Cureo in diesem Bereich einfach unvergleichbar gut. Cureo ist eine weitere tolle und neue, einzigartige Therapiemethode und in ganz vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar. Vielversprechend beispielsweise bei Phantomschmerzen bzw. generell zur Schmerzbehandlung, bei Parkinson-Patienten, um große Bewegungen zu erlernen, nach Schlaganfall, um Bewegungen wieder zu erlangen, kognitives Training, um beispielsweise Gedächtnisleistungen zu verbessern und vieles mehr. Durch das individuell angepasste Training von Cureo ist die Therapiemotivation der Patienten enorm hoch. Für die Handtherapie hat uns insbesondere die Spiegeltherapie begeistert. Die ist schon lange ein großer Bestandteil und sehr wichtig für die Ergotherapie. Ich mache ein Beispiel. Wir stellen uns einen Patienten vor mit einer Halbseitenlähmung nach einem Schlaganfall. Er kann seinen Arm nicht mehr bewegen und ist dadurch sehr eingeschränkt. Durch die virtuelle Reality-Therapie von Cureo wird ihm suggeriert, dass er diese Übungen alle aktiv selbstständig wieder durchführen kann. Er erlebt seine gelähmte Seite als seine gesunde Seite. Durch die realistischen visuellen Reize werden bestimmte Hirnareale stimuliert, welche die neuronale Plastizität fördert und neue Verknüpfungen der Synapsen werden dadurch gebildet. Die Spiegeltherapie ist durch zahlreiche Studien belegt und sehr erfolgreich in der Ergotherapie. Diese Therapiemethode digital werden zu lassen, ist eine erfolgsversprechende Idee. Was wir auch sehr gut fanden, ist, dass wir Cureo super mit auf Hausbesuche nehmen können und die Patienten auch zu Hause mit dem Produkt arbeiten lassen können, sodass sie dort auch von profitieren können. Durch die vielen aktiven Wiederholungen der Patienten wird die Genesungszeit beschleunigt. Ja, was uns auch sehr begeistert ist, dass das System dynamisch ist, dass es sich immer weiterentwickelt. Und dass wir an diesem Prozess dran beteiligt werden. Das heißt, wir können mit unserem Patienten gemeinsam auch Input geben. Und das finde ich wirklich großartig.